Hallo Leute, in diesem Video wollte ich auf das Thema Tipps fürs erste Date eingehen. Ich weiß, dass es schon tausende von anderen Videos bei YouTube in dieser Richtung gibt, aber ich habe gesehen, ja, ein paar sind nicht schlecht, aber bei manchen, da sollte man vielleicht auch noch mal ein bisschen überlegen, ob es stimmt oder wie sie es rübergebracht haben, weil ich finde doch, dass dieses Thema vielleicht doch ein bisschen ernster genommen werden sollte. Und ich wollte meine Tricks oder eher Tipps dazu geben und zeigen oder sagen, meine Meinung dazu sagen, was man vielleicht achten sollte. Und ja, also ihr könnt diese Tipps, die ich euch gebe, anwenden, müsst ihr aber nicht. Also es ist eigentlich nur, wo ihr vielleicht mal nachschauen könnt, ah, das könnte ich vielleicht doch mal umsetzen, diesen Tipp. Oder mal beherzigen, dass es doch vielleicht besser ist, wenn ich das oder jenes mal ändere. Und jetzt fange ich mal mit meinen Tipps an und ihr könnt dann selbst entscheiden. Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 1 ist bei mir die Hygiene. Bei der Hygiene solltet ihr vielleicht doch darauf achten, dass ihr zuallererst natürlich duscht, weil es ist doch angenehmer, wenn man frisch ist und keine fettigen Haare oder auch befreit ist vom Schweiß. Das kommt ihr auch zu dem, je nachdem an welche Saison jetzt ist, ob es Winter oder Sommer ist, aber trotzdem. Kein Mensch mag es, wenn die andere Person irgendwie vollgeschwitzt ist und dann dahin kommt und auch müffelt. Deswegen duscht euch. Unter anderem solltet ihr auch auf eure Zahnhygiene achten. Das bedeutet Zähne putzen und Zahnseide benutzen, so wie wenn ihr das noch habt, eine Mundspülung. Weil wie würdet ihr es fühlen, wenn auf einmal jemand kommt und ihr habt einen Mundgeruch? Ich glaube, dem wäre es ziemlich unangenehm, mit euch dann zu sprechen. Ich kenne es aus eigener Erfahrung, also nicht ich, sondern ich hatte Leute gehabt, da habe ich mir auch gleich gedacht, nee, das ist nicht so, also wenn es schon so ankommt, habe ich keine Lust, irgendwie, wenn es doch weitergehen sollte, nicht zu küssen. Und deswegen empfehle ich euch natürlich auf die Zahnhygiene, dass ihr auch einen frischen Atem habt. Auch das andere ist auch noch an die Männer gerichtet, achtet auf euren Bart, weil ihr solltet euch schon rasieren, weil für die Frau ist es angenehmer, erstens, wenn ihr vielleicht doch mal küssen solltet, dass ihr der Frau nicht hier am Kinn oder unter der Lippe, also hier unten, aufscheuert, weil das ist doch trotz sehr unangenehm. Habe ich schon bei vielen Frauen gesehen. Und würde ich doch vielleicht mal, dass man darauf achtet, vielleicht sich doch mal vernünftig zu rasieren. Und an die Frauen gerichtet, nimmt nicht zu viel Make-up, weil erstens, der Mann mag es nicht, wenn eine Frau unnatürlich aussieht. Und zweitens, ihr wollt auch nicht aussehen wie ein Tuschkasten, oder? Also lieber Schminke schon, aber nicht zu viel. Tipp Nummer 2 ist die Kleidung. Bei der Kleidung solltet ihr schon darauf achten, dass ihr vielleicht nicht zu lässig kommt, aber auch nicht zu overdressing. Das heißt, mit Krawatte, Anzug und zeigt, ja, irgendwie euch auch verstellt, weil keine Person findet es angenehm, wenn auf einmal jemand mit einem Anzug kommt. Vielleicht, sagen wir mal, und ihr wollt nur vernünftig was trinken gehen. Ich glaube, da solltet ihr doch vielleicht lieber mit normalen Klamotten hingehen. Jeans und Pullover reichen vollkommen aus. Es kommt, okay, kommt drauf an, was ihr unternimmt. Aber wenn ihr zum Beispiel ein Restaurant geht oder so, ist es vielleicht okay. Oder ins Theater. Aber dann ist es nicht fürs erste Date, sondern eher für
wenn man später ist, also wenn man sich öfters getroffen hat, irgendwas unternommen hat, dann kann man es machen. Aber am Anfang sollte man vielleicht doch normalen Klamotten, Jeans und Pullover, wie ich schon gesagt habe, reichen vollkommen aus, um sich mit einer Person zu treffen. Tipp Nummer 3 ist von mir die Location. Bei der Location solltet ihr vielleicht als Mann darauf achten, dass sie vielleicht mal die Frau fragt, was sie gerne machen würde. Ich weiß, sie sagen immer, ja, keine Ahnung, hast du vielleicht eine Idee oder könntest nicht was vorschlagen. Aber trotzdem, ihr solltet einfach mal nachfragen, vielleicht sagt sie ja doch, was sie gerne machen würden wollen. Und wenn nicht, dann schaut einfach nach, dass ihr eine Location raussucht, vielleicht wie eine Café oder irgendwo anders. Auf jeden Fall kein Diskothek oder ins Kino, weil ihr lernt die Person nicht kennen, sondern seid andererseits beschäftigt. Beim Diskothek seid ihr mit dem Tanzen, mit der lauten Musik beschäftigt, könnt nicht reden miteinander vernünftig. Und im Kino ist auch so, ihr seid eher mit dem Film beschäftigt, anstatt mit der Person, die euch getroffen hat. Und natürlich auch ist es besser, wenn ihr eine Location aussucht, die Frau bekannt vorkommt, in ihrer Umgebung vielleicht, weil sie fühlt sich wohler oder sicherer und dadurch ist ihr auch dann offener und ihr könnt besser kennenlernen, als wenn ihr irgendwo hingeht, wo sie sich nicht auskennt, da ist sie doch etwas verschlossener. Und vielleicht auch, ja, wie ich schon gesagt hatte, eine Bar oder, also nicht unbedingt Bar, sondern irgendwo, wo ihr auch vielleicht etwas unter euch sein könnt. Okay, kommt drauf an, wie alt man ist, aber trotzdem empfehle ich euch lieber in die Richtung der Frau ein bisschen hinzubewegen, weil ihr wollt sie ja kennenlernen und wenn ihr sagt, ihr geht irgendwo, doch mal fährt irgendwo hin, wo sie sich auskennt, dann nehmt es in Kauf, wenn ihr wirklich was von ihr wollt. Und was ich auch sagen wollte ist, wenn ihr euch trifft, es ist nicht wirklich toll, wenn ein Mann eine Frau treffen möchte und sie sagt, ja, ich will noch eine Freundin mitbringen, weil ein Mann möchte sie kennenlernen. Und irgendwie fühlt man sich dann als Mann unwohl so ein bisschen. Okay, kommt auch wieder auf das Alter an, aber ab einem gewissen Alter sollte eine Frau auf sich alleine mit einem Typen treffen und nicht immer sagen, ja, ich nehme eine Freundin mit, Vorsichtshalber, ich weiß ja nie und sowas. Ein Mann will trotzdem Mann werden, die kennenlernen und nicht die Freundin. Und man fühlt sich auch so ein bisschen als Mann, so weiß ich nicht, so vielleicht als drittes Rad oder umgekehrt vielleicht die Freundin. Auch wenn die sagen, ja, sie geht dann, wenn wir uns getroffen haben, weg. Es wird nie der Fall wirklich sein, dass sie da weggeht, weil sie doch vielleicht sagt, ah, habe jetzt doch Interesse mitzukommen und pipapo. Also. Erstens, also nochmal für alles in Zusammenfassung, sucht eine Location aus, die der Frau bekannt vorkommt und ihr solltet vielleicht doch mal ein bisschen mutiger sein als Frau und sagen, ihr trefft euch mit der Person alleine, wenn ihr ein gewisses Alter habt. Wenn ihr jünger seid, dann ist es doch zu empfehlen, dass ihr eine Freundin oder einen Kumpel mitnimmt. Am Anfang, weil man weiß ja nie, wie die Person wirklich ist. Aber ab einem gewissen Alter doch alleine mal. Tipp Nummer 4 ist bei mir Gesprächsthemen. Als Mann und Frau sollte man sich doch vielleicht mal ein paar Gesprächsthemen überlegen, worüber man mit der anderen Person reden kann. Okay, wenn ihr natürlich vorher miteinander schon mal geschrieben habt, per SMS, per WhatsApp, per Facebook, was es auch sonst noch gibt, wenn ihr darüber geschrieben habt und euch schon ein bisschen kennengelernt habt, dann fragt ihr natürlich schon ein paar Themen ab und vielleicht könnt ihr diese nochmal aufschnappen, zum Beispiel, was sind die Hobbys, also was ihr genau da macht oder anderes oder jenes, also. Man sollte schon ein paar Themen überlegen, worüber man mit der Person, die man treffen möchte, sprechen könnte, damit es nicht zum Schweigen kommt.
Ich weiß, es ist doch ein bisschen unangenehm, wenn auf einmal ein Schweigen eintritt, weil man nicht weiß, was könnte ich jetzt der Person fragen, damit wir doch noch im Gesprächsthema bleiben. Also überlegt euch, was ihr machen, was ihr reden, worüber ihr reden wollt. Aber ihr solltet nicht über, also nicht über, also, sondern eher, ihr solltet das Date nicht richtig planen, sondern nur ein paar Gesprächsfetzen, falls ihr mal doch irgendwie ins Stocken kommt. Weil ein Date kann man nie wirklich planen, weil es kommt doch immer anders, als man es gedacht hat. Und dadurch empfehle ich euch, überlegt euch ein paar Gesprächsthemen, aber nicht irgendwie das Date komplett planen. Also ist von mir Tipp 5, ist, ja, ihr sollt euch nicht verstellen. Sei du selbst beim Date. Weil es kommt irgendwie immer raus, wenn du der Person anlügst, vom Freund, von dir selbst, von der Familie, Verwandtschaft oder von jemand anderem. Weil es bringt nichts, wenn man Personen, mit der man vielleicht denkt, ja, könnte klappen, eine Beziehung oder was auch immer. Weil wenn du einmal die Person anlügst, dann merkst du, aha, vielleicht war es nicht das einzige Mal, wo er mich angelogen hat. Und ja, und dann wird daraus wahrscheinlich nichts, weil sie denkt, er wird immer lügen oder sie wird immer lügen. Deswegen empfehle ich euch einfach nur, sei du selbst. Kommen wir zu den No-Gos, was beim Date man nicht machen sollte. Tipp Nummer 1 vom No-Go ist, dass man nicht das Handy rausholen sollte. Weil ihr kennt es sicherlich, vielleicht ist es schon mal passiert, dass jemand die ganze Zeit beim Date rausgeholt hat, sein Handy, und die ganze Zeit immer irgendwie, ah, da hat Peter geschrieben, da hat Klaus geschrieben, muss ich jetzt schnell mal schreiben. Dann bringt es einem nicht, wenn man sich mit der Person trifft, dann kann man gleich wieder abbrechen und sagen, nee, du, sorry, aber ich habe mich mit dir getroffen und ich wollte nicht mich mit dir und deinem Handy treffen. Oder mit deinem Handy was machen. Weil so kommt es ja ein bisschen rüber, weil wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr die ganze Zeit oder wenn ihr euch mit jemandem trifft und er nur am Handy ist und die ganze Zeit schreibt, ah, ich muss jetzt das schreiben, das zurückschreiben, schnell, ja, gleich, und oder die ganze Zeit das Handy rausholt und ihr auf die Uhr schaut. Weil ihr merkt ihr gleich, aha, er hat sowieso kein Interesse und dann bringt das Date doch gar nicht. Deswegen empfehle ich euch, das Handy, wenn ihr euch mit jemandem trifft, entweder auf Stumm, auf Aus, auf Vibration, sonst was, aber lasst das Handy in der Tasche drinne. Für die Person, die ihr euch trifft, ist es angenehmer oder umgekehrt auch. Weil dann merkt man auch, dass die Person ein Interesse hat, an einem kennenlernen möchte. Weil so signalisiert man, ich habe kein Interesse an der Person. No-Go Nummer 2 ist bei mir, man sollte nicht über Ex- oder Ex-Freundinnen reden, weil eine Person, mit der euch gerade getroffen hat oder mit der ihr euch trifft, interessiert es nicht, was mit dem Ex- oder Ex-Freundin passiert ist, warum ihr Schluss gemacht habt oder sonstiges. Ihr vermittelt der Person, mit der ihr euch trifft, dass ihr immer noch Gefühle für den Ex habt. Und auch wenn man vielleicht fragt, als Mann, als Frau, ja, wieso habt ihr ihn angerufen oder sonstiges, es interessiert der Person eigentlich nicht, sondern man wollte nur so ein bisschen Interesse zeigen. Aha, okay, aber redet lieber mit euren Freunden, Vater, Vätern, Familienangehörige oder sonstiges, lieber über die Ex-Person, anstatt mit den Leuten, mit denen ihr euch trifft. Deswegen lasst dieses Thema lieber aus.
Und mein letztes No-Go ist Nummer 3. Ihr solltet euch das zu Herzen nehmen, nicht zu spät zu kommen. Weil ich weiß nicht, ob ihr es schon kennt, aber ich hatte schon Erfahrung gebracht gehabt mit ein paar Dates, dass die Person zu spät gekommen ist. Dann haben sich noch nicht mehr gemeldet oder sowas. Oder man hat angerufen. Man fühlt sich so ein bisschen verarscht. Und ja, und keine Person mag sowas, wenn man zu spät kommt. Weil dann hält eine Beziehung, wenn eine geben sollte, nicht lange, weil man weiß, aha, die Person kommt sowieso immer zu spät. Und wenn man selbst als pünktlicher Mensch immer da ist, hat man die Arschkarte, weil man erstmal warten muss, bis die andere Person eintrifft, damit man was machen kann. Deswegen kommt nicht zu spät, stellt euch einen Wecker, dass ihr pünktlich da seid. Ansonsten sehe ich für in der Zukunft in so einer Beziehung nur schwarz, weil man weiß, man kann sich nicht auf die Person vertrauen. Und Vertrauen ist das A und O in einer Beziehung. Und deswegen achtet auf das. So, das waren meine Tipps, meine 5 Tipps, was man machen kann, meine 3 No-Gos, die man nicht machen sollte bei einem Date oder allgemein. Ich hoffe, diese Tipps haben euch geholfen oder helfen euch dabei, beim nächsten Date oder beim ersten Date allgemein doch etwas besser oder motivierter oder ja, wie sagt man das, vorbereiteter zu sein. Und wenn ihr noch Tipps habt, was man vielleicht doch nochmal auch machen könnte oder was man nicht machen sollte in einem Date, könnt ihr mir im Kommentarfeld natürlich schreiben. Ich beherbergige das und könnte dann nochmal ein Video drehen über diese Tipps und diese Themen mit reinsetzen. Also schreibt, was das Zeug hält. Und wenn euch das Video natürlich auch gefallen hat, einen Daumen hoch.